Gretchen Zimmermann vom Personalrat. Ich möchte euch heute aus der Sitzung berichten. Es gibt Neues aus der Entlastungsvereinbarung, und zwar sollen 20 Vollzeitstellen Pflegekräfte in Zeitarbeit abgebaut werden. Es soll also in Summe weniger Zeitarbeit demnächst geben. Wenn es bei euch auf den Stationen also zu Lücken im Dienstplan kommt oder ihr wieder mehr Stationshopping betreiben müsst, meldet euch bitte bei uns, damit wir da sofort eingreifen können. Dann hatten wir heute eine Vorlage zur Arbeitnehmerüberlassung in der berufsgenossenschaftlichen Klinik in Duisburg. Es sollen Ärzte hier zu uns ans Klinikum kommen und hier operieren. Das könnte uns ja eigentlich erstmal egal sein, da wir aber nicht wissen, welche Auswirkungen das wieder auf unsere Beschäftigten in den OPs, im Steri, überall hat, haben wir das erstmal abgelehnt. Und dann werden wir jetzt dafür sorgen, dass ihr in den nächsten Tagen die Rechenschaftsberichte für die Personalversammlung am 24.10. bekommt. Ja, lest es euch aufmerksam durch, kommt vorbei zur Sitzung, stellt uns Fragen dazu, wenn ihr welche habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!